Kapitel 1 – Das Erbe der Deruns. Trödelser, Amicia, wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Und damit herzlich willkommen zu A Plague Tale Innocence. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gallien strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Eine wilde Bestie. Große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Ich habe eine Schleuder? Brauche ich nie. Also dann. Ich glaube, ich habe die vergessen. Sorry. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. 10 Sekunden? 6 Treffer? Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Halte R2 gedrückt, um dich schussbereit zu machen und lass wieder los, um zu schießen. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Da! Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Warum bist du so langsam? Denn... Wow, das war mal ein hoher Sprung. Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Wo ist der hin? Leon? Oh, ist aber ein schöner Reit. Da bist
Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Was hier? Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Oh. Es trinkt. Das ist meine Chance. Das hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Jetzt. Kann ich nochmal Steine nehmen? Ich hab das HUD ausgeschaltet. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Lug dich ins Gras. Runter. Hä? Warum sieht es mich immer gleich? Geht doch. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Also irgendwie gefällt mir gerade... Das Wildschwein. Es blutet. Der Nebel hier nicht. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Hoffen wir es. Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber... Was? Leon war das bestimmt nicht. Leon! Oh nein! Komm her! Leon! Oh oh. Leon! Ich bin hier! Leon! Ich komme! Leon! Scheiße. Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort. The Plague Tale Innocence. Leon. Oh Mann. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen.
Ja, ich werde es Ihnen sagen. Leon. Das musste jetzt aber nicht am Anfang sein. Mann, ist das traurig. Zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Die arme Amicia. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Da hast du recht? Wer? So, also wir spielen. Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Wir sind also die adlige Familie der Runes. Unser Sohn Hugo. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Die sind aber auch alle fleißig am Arbeiten, wa? Ja, der kleine Bruder. Der ist krank. Und die Mutter kümmert sich um ihn. So viel weiß ich. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Lecker, lecker, lecker. Was ist denn das? Tür aufmachen geht nicht. Nach oben klettern geht er. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass er ihn versteckt. Gewürze. Gewürze sind nur in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber hinaus ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Elemente einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum Göttlichen bestimmt wird. Feuer herrscht über Luft, die sich über dem Wasser befindet, das wiederum die Erde bedeckt. Gemüse, das im untersten Element wächst, ist demnach für die Ärmsten bestimmt, während Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen, normalerweise auf den Teller der Adligen landen. Aha, ein kleines Sammelobjekt. So, wo ist denn Mutter? Ich suche Mama. Mamacita, where are you? Hier hoch wahrscheinlich. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Luis, warst du bei meiner Mutter? In der Tat,
Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Jetzt schon oder später? Ach, gucken wir jetzt kurz. Auf mein Bett. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Tischdecke. Handgewebte Deckchen werden gern mit Spitzen verziert und vorrangig zum Schutz der Tische vor heißen Töpfen und Schalen verwendet. Dieses Deckchen ist mit Familienwappen verziert, ein traditionelles Muster, das junge, wohlerzogene Mädchen zu sticken lernen. Ach, Leon. Was soll ich ohne dich nur machen? Der Leon. So, was haben wir hier noch? Boah, ist das eine Riesenkiste. Alter, was ist... Da kannst du ja... Leichen bergen. So. Mutter. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Hugo ist da. Sehen kann man leider nichts. Da hinten wird bestimmt Ego drin sein. Und was ist hier? Verschlossen. Da ist noch was. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Mein Bruder, den ich vorher nie zu Gesicht bekommen habe. Guck mal hier. Bin gleich da, Hugo. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Was sind das für Schatztruhen, ey? Unfassbar. Wo ist er? Hugo? Ja, ich weiß, ich bin nicht Mama, aber du kannst trotzdem rauskommen. Da geht's auch nicht mehr raus? Nee. Okay. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo? Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo
ist euer Sohn. In guten Händen. Durchsuch das Haus. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt! Wo ist Mama? Shh. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey, du! Was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hm? Lass ihn in Ruhe. Er hat die Knöpfe geben sollen. Er gehört der Inquisition. Leer! Auf! Das kommt doch ein! Das wird sich leeren! Nein! Ich flehe euch an! Hugo ist nicht hier! Hey du! Nein! Komm schon! Ich sag es nicht noch einmal! Nein! Wo ist Hugo Drew? Ihr kriegt meinen Bruder nicht. Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Louise. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Alter, ich habe... Wir müssen weiter. Nein, Amicia, wir müssen weitergehen. Muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht, ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Meine Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weitersuchen. Bringt das hier zu Ende. Erste Folge und alle sterben hier, oder was? Was ist denn das? Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder! Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Leise, ja? Ja, ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Niemand darf ihr Leben. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama. Shh. Mama, du bist ein bisschen zu schnell. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde. Oh, Feiglinge. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. Vorsicht beim Runterklettern. Ja,
denn? Aber Robert Darun, ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele, deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Halte R1 gedrückt, um leiser zu sein und Geschosse mit der Hand zu werfen. Ja. Ja. Achso, ich brauche wahrscheinlich Steine, oder? Ja. Wenn man kein Hart hat. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors, ein Best. Ich hab... Komme gleich wieder. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Uiuiui. Ui. Sind aber ganz schön viele, ey. Wir kommen nicht weiter, Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Ich hab grad einen Topf geworfen. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Ich bin gleich wieder da. Kein Mucks, in Ordnung? Ich war alles gut, Hugo. Ja. Ach so. Ich hätte Henker werden sollen. Man hat immer genug zu tun und man ist im Warmen. Halte zum Zielen L1 gedrückt und drücke R2, um den Topf auf eine Oberfläche zu werfen. Weiß ich, hervorgehobene Gegner hören das Geräusch des Aufpralls. Gut. Das Geräusch, das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriechst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge, das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Hugo, Hugo, Hugo. Gut gemacht. Perfekt. Jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade, Gnade. Warte. Oh. Gnade, Wenzelt läuft auch nicht schneller, Junge. Die Stiefel sehen nochmal krass aus. Folgt mir. Hugo? 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 Leid, ich... Au, mein Kopf! Mama! Was ist los mit ihm? Sag schon! Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen! Mein Kopf! Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- Ausatmen. Ein... Aus... So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Folge mir. Leise. Sofort.